schönen guten Tag zusammen. Zunächst mal, glaube ich, bleibt festzuhalten, dass die Zuschauer heute ein sehr intensives, aber auch ein sehr gutes Fußballspiel gesehen haben in der zweiten Liga. Ich glaube, wir waren bockstark in der ersten Halbzeit, haben sofort gutes Spiel reingefunden, haben den Gegner weghalten können von den gefährlichen Räumen, haben selber immer wieder durch unsere variablen Stürmer Anspielstationen gehabt und so Aktionen in der Offensive gehabt, machen dann auch das 1-0. Und auch die Phase danach, denke ich, haben wir das Spiel kontrolliert. Und dann kommt es zum ersten Querschläger auf der rechten Seite, Freistoß, dann kommt es, glaube ich, zum Einwurf und der Situation, wo der Elfmeter gepfiffen wird, wo wir einfach nicht gut stehen. Es ist 1-1 gekommen und auf einmal ist das Spiel wieder offen. Haben dann ein paar Minuten gebraucht, aber dann im Konter gut zu Ende gespielt und auch beim 3-1 mit Tempo über den Flügel gespielt und das 3-1 mehr oder weniger auch erzwungen mit guten Laufwegen vom Tor. War für den Verteidiger dann auch schwierig, den Ball zu klären. Aber trotzdem habe ich der Mannschaft zur Halbzeit gesagt, wir können nicht zufrieden sein, dass wir in der Halbzeit führen, sondern wichtig ist das Ergebnis nach 90 Minuten, dass wir dann das Spiel nicht gewinnen. Ist natürlich ärgerlich für uns, vor allen Dingen hatten wir dann die große Chance, nach der Halbzeit das 4-1 zu machen, im Gegenzug. Wie es umgekehrt war, beim 3-1 fällt dann das 3-2. Und dann war klar, 40 Minuten Zeit gegen Duisburg, die viel Selbstvertrauen haben, die wirklich kämpfen bis zum Umfallen. Aber das haben wir auch getan. Haben sehr leidenschaftlich in der letzten Linie verteidigt, haben zwei, drei Kontersituationen liegen lassen, mussten aber auch viel investieren, um diesen Vorsprung zu halten. Leider nicht ganz bis zum Schluss. Da kommt der Ball auf den zweiten Pfosten, sind wir Unterzahl, wird direkt quer gespielt und Ekpo hat das nächste, wo er reinlaufen muss, macht das 3-3. Klar, nochmal, wenn man 3-1 führt, dann will man das Spiel gewinnen und dann wäre es sicherlich auch nicht unverdient gewesen, aber genauso wenig ist es unverdient, dass Duisburg den Punkt noch mitnimmt, weil sie einfach gekämpft haben bis zum Schluss und sich den Punkt erarbeitet haben. Dankeschön. Danke Frank. Bevor ich auch anfange mit der Analyse, möchte ich auch gerne erstmal gratulieren unserem Präsident Ingo Waldt, hat gestern Geburtstag. Ich sage nie, wie alt geworden bist, Ingo, aber herzlichen Glückwunsch. Und auch unser Fitness-Trainer Tappe hat auch heute, den kann ich sagen, der ist 46 Jahre alt geworden. Dementsprechend ist alles okay. Beide alles Gute und ich denke auch, wir wollen auch euch beide beschenken. Glaube ich auch, teilweise haben wir auch das gehabt. Die Spieleranalyse braucht nicht zu sagen, sehr geschätzte und einer von meiner Lieblingskollegen, wenn er das sagt, ich vertraue ihm, Drolli, 10 Jahre bei einem Verein gearbeitet, kennt der zweite Liga sehr gut. Und dementsprechend bin ich auch einverstanden, was er gesagt hat. Genau so sehe ich auch unser Spiel heute. Sehr unterhaltsames Spiel, natürlich sehr, sehr schweres Spiel unter schweren Rasenbedingungen. Und dementsprechend beide Mannschaften mit langen Bälle. Fakt ist, dass Heidenheim erste Halbzeit hat sich besser orientiert, mehr zweite Bälle geholt, dann auch über die Außen gespielt und sehr effizienter waren. Über die Szenen 2-2, 3-1 kann ich auch das genau sagen, was Herr Frank sagt. Statt hier 2-2 zu machen, kriegen wir im Gegenzug Gegentor. Ich höre auch manchmal im Fußball dazu. Was aber ich mich richtig stolz macht, ist unsere zweite Halbzeit. Und ich sage auch jetzt ehrlich, weil es jetzt einfach nach dem Spiel zu sagen, ja, wir haben geglaubt, dass wir das Spiel drehen und so. Nein, war für uns sehr, sehr wichtig, dass wir uns erstmal sortiert haben, dass wir uns beruhigt haben, weil in der Halbzeit waren wir erst ein bisschen mit unserem Spiel selbst unzufrieden und dann das reflektiert auf Gegner, auf Schiedsrichter, haben wir die Jungs beruhigt. Dementsprechend bin ich echt stolz auf mich und mein Trainerteam. Und dann habe ich gesagt, okay Jungs, zweite Halbzeit wenig, fast kaum zulassen und Beste für uns rausholen. Und ich denke auch, wenn man denkt, wie wir auch zweite Halbzeit wenig zugelassen haben, natürlich bei dem Risiko, wo wir gegangen sind, am Ende da, die genau vor dem 3-3 haben wir mit dem Dreikette gespielt, mit Albuda, Bonheuer und Nauber und dann alle in die Weltschale geworfen mit dem Langebälle. Am Ende ist absolut verdient, was wir auch gemacht haben, denke ich schon. Plus, muss ich ehrlich sagen, auch die Spieler, wo die reingekommen sind, haben ja auch richtig gut gemacht, alle drei. Dementsprechend, das spricht auch für unseren Teamgeist. Hat mich gefreut auch für Kauli, auch für Albu, auch für King, der hat sich riesig geärgert nach dem Spiel in Bochum, dass er da bei den guten Möglichkeiten kein drittes Tor gemacht hat. Aber mir ist lieber heute 3-3 zu machen, statt in Bochum drittes Tor zu machen, weil da haben wir sowieso gewonnen. Und dementsprechend heute war sehr, sehr wichtig und ich freue mich nicht nur für ihn, aber auch für uns.
sehr intensive, sehr spannende Woche mit 4 Punkten für uns, wenn man auch sieht, wie wir jetzt gestartet haben in die Rückrunde, nehmen wir das Spiel mit Dresden auf, haben wir jetzt 7 Punkte aus 3 Spielen, in die Hinrunde haben wir nach dem Heidenheim 4 Punkte von 3 Spielen, dementsprechend sind wir deutlich besser geworden und ich will, dass auch unsere Mannschaft weiter den Weg geht, wo wir momentan sind. Vielen Dank.